Ja, juhu, großer Erfolg für uns. Wir haben den Energietank Nummer 5 und das Video wurde perfekt geschnitten und der Bosskampf ist auch mit voller Synchronisation und ohne irgendein Fitzelchen-Fehler. Jiha, so, also weg hier, weg hier, weg hier aus dieser Höllenebene mit 5 Energietanks und 77 und noch mehr Raketen. Na, du kannst uns jetzt mal gehörig am Anus riechen, wenn du magst. Ich mag es nicht. Aber du kannst das gerne, sofern du Anus mögst. Da, di, da, di, da. Halada, halada. Ja, ich bin gerade ein wenig euphorisch. Ich habe den Energietank. Ihr müsst es verstehen. Energie, Energie, Energie. Wo lang überhaupt? Nach unten? Nein, natürlich nicht nach unten. Stimmt, jetzt dürfen wir den ganzen Weg halt wieder hochgehen. Ach, du Grüne. Du. Nein, die. Diese Sache hier, die ich vorhin schon gemacht habe, wo ich dachte, Alter, das war gut, dass ich das gemacht habe. Und ich dachte, ich müsste sie in meinem Leben nie wieder machen. Spring! Oder lass dich gesprungen werden, treffen. So, Samus, bitte, bitte. Okay. Gut. Ja, ich genehmige mir auch gerade eine Siegeszigarette. Nochmal warten. Ja. Weil einfach ich habe sie mir gerade verdient, wie ich finde. Irgendwie. Okay. So. Und weiter geht's. So nehme ich. Und ach, Mann. Mann, Samus, ey, boah. Echt, du Universaltrottel. Oh, bam, 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 und bam, 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 und bam, 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 und hops. Hops die Kuh. Richtig, richtig. Da müssen wir nicht hin. Da war nämlich nur Mr. Scheiße eine Rakete. Aber einfach nach oben, und einfach nach oben, und perfekt. Flüchten wir aus diesem Monsterhaus. Weg von hier. Ja, mit meiner Screw-Attacke jetzt. Ah, ich liebe sie. Yokotokutoku. Auch cool. Was immer das heißen mag. Es heißt Yokotokutoku. Ja, wie man, was ist in der Zwischenzeit eigentlich passiert? Ich habe The... ich hab den Namen vergessen. Remiro, genau. The Remiro. Habe ich mal wieder einen kleinen Kontaktwortwechsel, whatever, gehabt. Und wir haben... Also ich zumindest, mir ist aufgefallen, dass die anfängliche kleine Angst, die ich nicht mal gespürt habe, da war so eine kleine Hemmschwelle, habe ich ihm geschrieben, aber wie kann man das am besten beschreiben? Das ist halt so eine Berührungsangst vor dem, was vor einem liegt. Die ist mir nicht einmal wirklich aufgefallen. Dennoch war eine da, weil ich habe mir jetzt auch ein paar alte Videos von mir angeguckt, von vor 8 Jahren, genau. Und man merkt einfach, ich habe noch nicht so freizügig gesprochen wie jetzt gerade und vor allem so sinnentleert wie jetzt gerade. Und ja, ich find's gut, ich darf auch ein wenig sinnentleert sprechen. Das geben frei, einfach mal ein wenig. Aua! Bullshit durchaus auch mal zu reden. Da. Nix. Oh, wie viele Raketen haben wir? 87? Heilige Scheiße. Aber hier oben... Na, da muss es doch was geben. Ich meine, entschuldige mal, bitte. Okay. Entschuldige mal bitte, dass ich mich vertan habe. Ich... Totaltrottel. Ja. Und mein liebster Gegner, der einfach es überhaupt nicht respektiert, dass man manchmal bewegungslos in die Welt kommt und dann einfach... Oh, sich daran aufgeilt, dass er einen töten kann. Da-da-di-da-da-du. Und noch mehr Raketen. Geh auf. Und Loot. Er trifft mich. Es ist so zum Mäusemelken. Hä? Okay. Dann müssen wir jetzt halt hier hoch. Wir kamen gerade von rechts. Jetzt gehen wir halt nach oben. Was anderes bleibt uns auch nicht übrig. Gut. Nach oben. Ich hoffe, ich finde den Weg zurück. Und ich glaube, ich habe ihn sogar schon gefunden. Ja, Kinder, ich habe ihn.
Ich bin ehrlich zu euch, ich habe nochmal auf die Karte geschaut, wo ich manchmal nachschaue, wenn ich absolut nicht weiter weiß. Beim Hochladen, beim Anhören des Videos. Und hier soll es irgendwo noch einen Energietank geben. Ich dachte gerade, wir wären mit 5 voll bedient. Also mehr würde es auch nicht geben. Und hier irgendwo soll einer sein. Wo? Weiß ich nicht. Im Endeffekt, ich weiß es nicht. Fragt mich nicht. Gut, wir können halt nur hier rein. Vielleicht können wir hier irgendwo aufstehen. Oder uns von einer Fliege fast treffen lassen. Gut. Irgendwo hier soll halt ein Energietank sein. Und hab... Ach, das war der. Ah, so. Nun gut. Nein? Haha. Nicht noch einmal blöd sein. Nein, nein, nein. Funky, funk, funk. Das heißt, wir haben einen Energietank verpasst. Vertast? Verpasst. Verpuffelt. Verschnuffelt. Genau. Oh. Das sind allerdings immer noch die Sachen im Spiel, die mich aufregen. Ronald Reagan. 91 haben wir... Ach du Kacke. Okay, wir haben viele Raketen. Viele, viele bunte Raketen. Na, welches Spiel ist das? Wenn es irgendeiner von euch weiß, bin ich beeindruckt. Aber es zeigt doch gleichzeitig wieder, wie nerdig ihr seid und wie nerdig ich eigentlich auch bin, ohne es direkt wahrhaben zu wollen. Aber wir gehen wieder nach oben, weg aus dieser Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Düdel-Musik, hinein in die Musik. Die Todesglockenmusik. Nun ja. Gut, jetzt liegen noch zwei Endgegner vor uns. Einmal, und dann noch, Mother Brain. Ja, Gegner, mein Gott, wie heißt er denn? Dieses fliegende Fuppelpuppel. Naja, der auf jeden Fall. Crate? Nein, das kann doch nicht Crate gesehen werden. Ich dachte, das gerade wäre Crate. Ich habe alles danach benannt. Nach Crate, 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 Crate. Ach so, mein Gott, ich kann die jetzt erschießen. Bin ich dämlich? Bin ich ein Dummkopf? Ich bin so dämlich. So, dafür müssen wir jetzt in die rechte Welt wieder, also nach Norfair. Die Welt, die wir nicht mögen, die uns auch nicht mag, was sie uns schon mehrmals bewiesen hat. Und dort in das Ding, ich sag jetzt einfach mal Ding, reingehen, wo zwei von diesen bösen Totenschädeln waren, oder was auch immer für Schädel. Hollari. Und ich mach dich so kaputt. Oh, es ist so schön. Screw Attack. Crew for Pack. Erinnert sich jemand an den Weg? Ich tu's nicht. Okay, okay. Ja, ich weiß, dass... Oh. Bavel, Bavel, Bavel. Doch, jetzt ein wenig kommt der Weg wieder. Sehr gut, sehr gut. Wir gucken mal, ob wir... 97! Wir haben im Ernst mindestens 100 Raketen. Wenn wir Glück haben, haben wir sogar noch mehr. Es würde mich zutiefst freuen und berühren. Es würde mich auch also berühren, wenn die Gegner mich nicht berühren. Hört auf, mich zu berühren mit eurer berührten Berührtheit. Berühr, berühr, berühr. Berühr. Kadadadadada. Ja, ansonsten ist nichts weiter Großartiges passiert. Ich bin ziemlich zuversichtlich mit diesem Let's Play. Ich weiß nicht, ob man seine eigene Arbeit immer auch mögen sollte, aber ja, mir gefällt es schon, das ist okay. Also ja, ansonsten würde ich es auch nicht hochladen. Ich glaube, das ist das einzige Kriterium, was ich mir gerade stellen kann. Entweder scheiße oder okay, lad's hoch. Ja, und nach den beiden Richtlinien mache ich das gerade. Und da ist zumindest in den letzten, wie viele Videos? 18? 18? 20? Je ne sais pas. In den letzten paar Videos dieses Kriterium erfüllt hat, dachte ich mir, lade ich hoch und das ist okay. Es ist bestimmt nicht das Beste vom Besten. Es wird hoffentlich, oder warum eigentlich hoffentlich, vielleicht auch gar nicht, aber es wird eventuell andere Let's Player geben, die viel besser sind, die eine noch tollere Stimme haben als ich, was nicht unbedingt schwer ist. Und die einen Witz an den Tag... 101! Ich krieg die Krise. Die einen Witz an den Tag legen, der zum Mäusemelken ist. Also wirklich zum... Also zum Totlachen einfach so. Weil mein... Ja, mein Charme, mein mir eigener Funk-Charme ist, der versteckt sich ziemlich gut, weil dieses Spiel auch mich ein wenig daran hindert. Es, ja, lässt mich nämlich nicht unbedingt in jeder... Oh, ey, es ist so schön. Es ist so schön. Oh, es ist herrlich. Oh, es ist schön. Oh, es ist schön. Guck mal, ich kann alle kaputt machen. Meine Güte. Ich mache alles kaputt. Dum-bidum.
So. Ja. Das ist halt leider nicht da. Noch nicht, also, oder ich weiß nicht, ob es kommt. Oder vielleicht, ja, ich bin eigentlich so, wie ich bin. Bin ich so, wie ich bin. Und, aber wir dürfen jetzt so weit wieder runter. Freut euch schon mal mit mir. Todesglockenmusik. Na egal. Wir probieren einfach hier aus. Hier ging es nochmal nach unten, genau. Vielleicht geht es jetzt weiter nach unten. Ich weiß es halt nicht. Wir gucken. Bitte. Ne, natürlich nicht. So, Samus, spring hier raus. Oh, gut. Rechts, links, das ist die große Frage. Rechts. Ich erinnere mich, glaube ich, dass wir rechts waren. Also, dass wir nach rechts gegangen sind. Ich bin nicht rechts. Hilfe, Gott bewahre, Gott behüte. Gott. Allein, dass ich Gott sage. Ein Zeichen dafür, dass ich nicht recht bin. Ja, hoffe ich. Ja. Nein, wir sind nach rechts gegangen. 107. Hallo? Boah, ich möchte nicht der nächste Gegner sein.